Gut, dann legen wir los. Wir sind beschlussfähig. Wunderschönen guten Morgen, liebe Fraktion. Wir steigen ein in die Tagesordnung mit den Formalien. Entschuldigt sind Moni und Birgit bis jetzt, was ich mich erreicht hat. Okay. Ansonsten Anwesenheit stellt der Protokollant fest. Wir sind auf jeden Fall beschlussfähig. Es sind nicht öffentliche Teile beantragt worden. Und zwar geht es einmal um eine Präsentation und zweimal um Personal. Ich hoffe, dass wir das zusammen abstimmen. Es sei denn, es hat jemand Nachfragen zu einem nicht öffentlichen Teil? Hat jemand Nachfragen zu einem beantragten nicht öffentlichen Teil? Toso. Ja, der Zeitpunkt. Ich werfe immer ins Spiel, dass ich das gerne um 13 Uhr hätte. Und nicht, wie es hier drin steht, zur Pause. Und dann ist das wieder sehr variabel, wann es danach anfängt. Das ist für unsere Stream-Besucher, ich sage es jetzt mal einfach, dann brauche ich es nicht hinterher zu erklären. Es ist scheiße. Oliver. Ja, wir haben leider das Problem, dass einer dieser nicht öffentlichen Teile für 45 Minuten Dauer angesetzt ist, weshalb 13 Uhr etwas problematisch ist. Dann sollten wir 12.30 nehmen, dann 12.20, dann kriegen wir noch alle nicht öffentlichen Teile unter. Michel? Ja, ich sage das auch mal in Vertretung für den Grumpy. An Tagen, wo Petitionsausschuss um 13.30 ist und wir beide so spätestens 10 nach gehen müssen, Viertel nach gehen müssen, da wird es schon sehr knapp, dann ist das halt blöd, um 13 Uhr den nicht öffentlichen Teil anzufangen, der eine Dreiviertelstunde dauert, dann kriegen wir nämlich davon nichts mit. Und das ist halt so alle 3-4 Wochen. Toso, möchtest du vielleicht was ja, zum Abstimmen stellen? Ja, dann können wir dann ja alle 3-4 Wochen das so abstimmen, dass wir die Fraktionssitzung entsprechend kürzer machen und den nicht öffentlichen Teil trotzdem am Ende haben. So wie wir es jetzt geregelt haben, ist es für alle Zuschauenden Käse. Möchtest du bezüglich der Uhrzeit eine Abstimmung haben, Toso? Ich möchte das ans Ende legen, gerne. Wenn es da, ich habe jetzt keine Widerrede gehört, dass das ganz im Ist das noch eine Wortmeldung, Nico? Getan zum Ende. Ja, wir haben es, das hat der Oliver gerade versucht zu erläutern, dass wir das eben durchgetimt haben und vielleicht können wir das fürs nächste Mal so handhaben. Und der Daniel? Also den Antrag zurückzuziehen, ich denke, das wird sehr, sehr schwierig. Ich vermute, dass Toso mittlerweile, ich habe nicht mitgezählt, aber ich dachte mal so zum 11., 12., 13. Mal circa diesen Antrag stellt. Ich find's voll geil, wenn wir daraus lernen würden und das einfach immer so machen würden. Und lass uns das bitte abstimmen, das ist voll sinnvoll. Und ehrlich gesagt, ob in der vorgeschlagenen TO die Zeiten drinstehen oder nicht, wir werden uns eh nicht dran halten an diesen Zeiten. Und von daher, ja, weder im nicht öffentlichen noch im öffentlichen Teil, lassen Sie einfach so machen, 12.30 Uhr, nicht öffentlicher Teil und fertig. Ja, ich würde das gleich gerne mal abstimmen. Michelle? Ja, tut mir total leid, wenn ich das sage, aber da widersprecht ihr euch gerade, weil wenn wir uns eh nicht an die Zeit halten, dann bedeutet das, wir fangen um, ich sage jetzt irgendeine Zeit, 12.30 Uhr an mit dem nicht öffentlichen Teil. Oder lass es, wenn wir nicht Petitionsausschuss hätten, lass es um 1 sein. Ja, und dann werden wir eben diesen Zeitrahmen sprengen. Und das ist schon so häufig vorgekommen, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt für eine halbe Stunde weg und dann sind wir 2 Stunden später wieder, wenn überhaupt ist der Stream angegangen. Das würde für uns bedeuten, 13.30 Uhr, Cut, Ende und dann ist der nicht öffentliche Teil vorbei. Und gerade im nicht öffentlichen Teil, ja, da könnt ihr O sagen und mit der Hand wedeln und sonst was, aber gerade im nicht öffentlichen Teil werden häufig auch die wichtigen Entscheidungen getroffen. Und wenn wir die dann nicht mehr treffen können, weil alle sagen, oh, 13.30 Uhr, ich habe jetzt Hunger, dann ist das halt extrem schlecht. Und Toso noch einen Satz, weil ich glaube, es ist alles gesagt. Dann trifft es halt uns, aber nicht den geneigten Stream-Besucher. Und da müssen wir uns mal an die Nase packen und zu Rande kommen. Wir könnten uns vielleicht einfach disziplinieren und mal vernünftig arbeiten. Und das finde ich sehr gut, Daniel, was du gerade gesagt hast. So, wir haben einen Antrag, den nicht öffentlichen Teil ans Ende der Sitzung zu setzen. Nach dem, was wir da zeitlich eingeplant haben, ist der nicht öffentliche Teil für circa eine Stunde geplant. Das heißt, wir würden den nicht öffentlichen Teil ab 12.30 Uhr machen.
Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dafür, dass wir so wie geplant den nicht öffentlichen Teil nach der Pause, also ca. 11.45 Uhr machen, den bitte ich um das Handzeichen. So, wir haben eine Mehrheit dafür, dass der nicht öffentliche Teil wie gehabt nach der Pause stattfindet. Damit können wir jetzt weitermachen. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es keine Nachfragen zu den nicht öffentlichen Teilen. Dementsprechend müssen wir noch insgesamt abstimmen, ob wir den nicht öffentlichen Teil durchführen mit den drei Themen. Wer ist dafür, dass wir das so tun? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist auf jeden Fall die Mehrheit der Anwesenden. Dann wird das so getan. Kommen wir zu Top Nummer 2, Bericht des Vorstands. Von der Presse ist aktuell keiner da, deshalb gebe ich es direkt an Nico. Ja, ich möchte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil im Wesentlichen das, was aus dem Vorstand zu berichten ist, heute Gegenstand dieser Fraktionssitzung sein wird. Darüber hinaus gibt es zu berichten, dass, das habe ich auch schon in Form einer E-Mail ja an die Fraktionen bekannt gegeben, dass wir uns gestern in der Referentenrunde erstmal uns darauf verständigt haben, dass die Stellungnahmen zu den gegnerischen Anträgen, dass das grundsätzlich begrüßenswert ist und das fortgesetzt wird, allerdings unter etwas geänderten Rahmenbedingungen. So werden die Stellungnahmen jetzt werden wir nicht in einzelnen Pads machen, sondern in das Plenarpad direkt reinschreiben, und das betrifft, wird ausschließlich für die Anträge gemacht, die in direkter Abstimmung, für die direkte Abstimmung vorgesehen ist. Dann wird noch weiterhin dann gearbeitet, die Generalklausur Ende April vorzubereiten. Da wird jetzt akut nach konkreten Angeboten Ausschau gehalten. Wir schauen, dass wir damit im Rahmen von 15.000 Euro bleiben. Sollte sich herausstellen, dass es zu diesen Kosten nicht möglich sein wird, wird es dazu noch mal einen Umlaufbeschluss geben. So, und alles Weitere dann im Verlauf der Sitzung. Dankeschön. Toso, du hast eine Nachfrage? Ja, genau. Bericht der Pressestelle hattet ihr geschrieben, dass Ingo in Urlaub ist. Aber wir haben ja jetzt quasi noch einen zweiten Menschen, den Jens. War von dem jetzt kein Bericht zu kriegen oder hattet ihr ihn nicht eingeladen? Woran lag's da? Jens ist ist er nicht in Vollzeit bei uns und montags, dienstags ist er nicht verfügbar. Ansonsten haben wir das aber anhand der Landtagspresseschau und ansonsten Twitter und sonstigen Informationskanäle uns selber ein Bild an der Stelle verschafft. Also. Und noch eine Rückfrage von Toso. Ja, wenn jetzt Ingo ja in Urlaub ist, hattet ihr mit Jens mal gesprochen, ob der nicht ein paar Stunden mehr machen kann, solange wie der Ingo in Urlaub ist. Und der Bericht der Pressestelle ist ja an der Stelle nicht nur für den Vorstand interessant, sondern ist ja auch Teil des Protokolls der Fraktionssitzung. Es ist ja schön, wenn ihr euch da ein Bild gemacht habt, aber noch toller wäre gewesen, wir hätten da eine kleine Konzentration für alle gehabt.
Ja, ist richtig. Das ist toller, wenn alle da sind und alle so wie gewohnt ihre Arbeit abliefern. Ist jetzt für eine Übergangsphase nicht der Fall und wir haben entschieden, dass das verkraftbar ist. Oliver? Also es ist ein normaler Fall in diesem Fall, dass der Jens nicht da ist. Brauchen wir kein Notprogramm. Wir haben uns ja auch so entschieden, als Gesamtfraktion mit der Stellenbesetzung der dritten Stelle zu warten. Wir haben ansonsten folgende Sachen besprochen gestern und die möchte ich gerne auch hier nochmal wiederholen. Ich habe mir das nochmal extra notiert. Da der Pad-Server down war, hatten wir aber kein vorbereitetes Pad, dass ich das da nicht reingeschrieben habe. Das kann ich gerne noch übernehmen. Ich habe mir notiert, dass zweimal der WDR vor Ort war, einmal bei Frank zum Thema 3%-Hürde und einmal bei Nico zum Thema Autos und dass es dort auch Berichte zu gab. Die wurden, glaube ich, auch über die Mailingliste herumgeschickt. Außerdem wird Jens die Telefonanrufe soweit auch montags und dienstags entgegennehmen, wenn Presse anruft. Ansonsten allerdings ist er nicht da, sondern er sorgt nur dafür, dass die Anfragen nicht irgendwo im Nirvana enden oder bei jemandem, der damit nichts anfangen kann. Insofern ist die Sache soweit geregelt. Frank und dann Daniel. Ja, ich wollte eigentlich gerade was zu Toso sagen, dass ich es nicht so gut fand, wie du es jetzt gerade formuliert hast, weil wir wissen eigentlich seit letzter Woche, dass es ein Problem ist, dass die Pressestelle nicht besetzt ist. Du hast es gerade so aufgebaut in der Art, wie du es formuliert hast, als wäre das neu, fand ich jetzt nicht so schön. Allerdings fand ich jetzt schlimmer den Nachsatz von dir, Nico, eben, dass ihr festgestellt habt, dass das kein Problem ist. Also ich finde es völlig unterirdisch, dass wir hier nach der sitzungsfreien Zeit gestern und heute keine Pressestelle haben. Da fehlen mir einfach die Worte. Wir hätten Meldungen raushauen müssen. Gestern wurde die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Dazu müssen wir was sagen, müssen zu vielen Sachen was sagen. Ich finde es völlig unmöglich, keine besetzte Pressestelle zu haben. Das darf nie wieder passieren, finde ich. Kind liegt jetzt im Brunnen und dürfen wir nächstes Mal nicht mehr so machen. Daniel? Ja, wir wissen das ja nicht erst seit letzter Woche. Also die Situation, dass Ingo Urlaub hat, wissen wir schon sehr lange. Ich würde jetzt, also von meiner Seite brauche ich jetzt keine Antwort darauf, aber ich hätte gerne das Protokoll, in dem beschlossen wurde, dass das unproblematisch ist, dass zum Beispiel Jens halt eben nicht gefragt werden soll. Ich habe andere Informationen halt eben von unseren beiden Presseleuten, sage ich jetzt einfach mal, und meines Erachtens nach auch eine Bereitschaft von Jens, hier in der Zeit, wo Ingo nicht da ist, halt eben zusätzlich zu arbeiten. Insofern finde ich jetzt die Aussage tatsächlich etwas strange, darauf dann bewusst verzichtet zu haben. Wenn es da andere Gründe für gibt, ist das alles schön und gut. Aber wie gesagt, darauf bewusst zu verzichten, da bin ich halt dann ganz bei Frank, finde ich dann schon tatsächlich irgendwie sehr komisch und hätte ich mich zumindest irgendwie über eine Information gefreut. Also ich würde gerne einfach noch irgendwann nachgeliefert bekommen, wann das irgendwo besprochen wurde. Ich kann mich nicht daran erinnern. Toso und dann ich. Ja, also vielleicht ist das jetzt gerade ein bisschen sehr aggressiv rübergekommen, das sollte es nicht. Ich beschäftige mich nicht den ganzen Tag und beständig mit der Pressestelle. Mir fällt das also nicht jeden Tag auf, vorsichtig formuliert. Ich sehe halt nur, dass wir die Pressestelle nicht ausreichend besetzt haben und dann in der Urlaubszeit nicht dafür zumindest Urlaubsersatz zu sorgen, wo wir sowieso schon meinen, wir sind an einer sehr, sehr unteren Grenze, eigentlich ist die schon unterschritten, halte ich halt nicht für sinnvoll. Da hätte ich gerne gewusst, wo wir das dann festgemacht haben. Das war alles an der Stelle.
Kurz zur Info. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Es ist nicht so, dass die Pressestelle gänzlich nicht besetzt ist. Uns fehlte nur der rundum sorglos Umblick am Montagmorgen. Also der Bericht. Ansonsten hat Jens das Telefon der Pressestelle auf sein Handy umgeleitet. Er ist Standby und wenn irgendwas reinkommt oder passiert, steht er damit eben auch zur Verfügung. Es ist also alles gut. Frank? Entschuldigung, es ist nicht alles gut. Ich will auch raus. Und dazu brauche ich die Pressestelle. Ich mache das nicht alles selber. Ist doch per Vertretung geregelt. Das macht doch das PGF-Büro. Kann doch dann Presse. Wie sonst auch, wenn Ingo im Urlaub ist. Aber ich meine, wir sind im Moment im Bericht des Vorstands. Vielleicht können wir das an passender Stelle dann nochmal zu Ende diskutieren, wenn hier das Problem gesehen wird. Sonst noch Wortmeldung? Toso. Ich sollte dich an Protokollierung in Ötal erinnern. Dankeschön. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das heißt, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt Umlaufbeschlüsse. Wir hatten 4 Umlaufbeschlüsse, die auch geschlossen, eindeutig abgestimmt sind. Davon sind die ersten 3 Umlaufbeschlüsse positiv abgeschlossen worden. Der letzte, der nicht öffentlich war, ist negativ abgestimmt worden. Kann jeder selber im Protokoll nachlesen. Toso hat dazu eine Rückfrage. Genau, eine kleine technische Rückfrage. Von dem 4. Umlaufbeschluss habe ich eine Mail gekriegt, dass der eingestellt worden ist. Von den anderen 3 nicht. Ich suche immer schon wie doof in dem Redmine, ob ich irgendwie meine Einstellung da verbummel, an welcher Stelle ich das falsch mache. Wie auch immer, ich finde es aber nicht. Vielleicht kann mir da noch mal kurz jemand helfen, an was es da liegt. Das wäre toll. Daniel? Ich möchte nur meine Hilfe anbieten, Toso. Ich kann dir das gerne einstellen. Was ich nicht einstellen kann, ist das menschliche Versagen der Information der Fraktion, wenn Umlaufbeschluss eingestellt wurde. Ja. Super, dem Toso wird also geholfen. Nee, ich glaube, dass richtig zur Lösung. Wir beide haben es verstanden. Ja. Soll ich es erklären? Nee. Gut, dann nicht. Danke. Wir kommen zu Top Nummer 4, Präsentation des Organisationsmanager-Teams. Siehe der Einladung. Dazu möchte Nico zu Beginn etwas sagen. Ja, vielen Dank. Wie bereits in meiner E-Mail angekündigt, möchte der Herr Lange, der heute hier bei uns zu Gast ist, das Projekt Organisationsmanagement hier vorstellen. Dazu gab es vor einem Monat, haben wir da einen Beschluss zu gefasst und ich freue mich, dass wir Team Steffenhagen Consulting für diese Aufgabe hier gewinnen konnten. Und ja, ich bin auch froh, dass so viele der Einladungen gefolgt sind, hier an der Präsentation teilzunehmen. Und dann will ich auch nicht länger Zeit mit der Vorstellung vergeuden und übergebe an Herrn Lange. Willkommen bei der Piratenfraktion NRW. Ja, alles klar. Ich muss ja auch das Knöpfchen drücken, vermutlich. Ja, alles klar. Gut. Hervorragend. Ja, guten Tag zusammen nochmal. Bitte? Da kommen wir gleich drauf hin. Also erstmal, Tag zusammen nochmal, Olaf Lange, stell mich kurz vor, 49 Jahre, komme aus Köln, lebe da, arbeite da, unser Büro ist in Aachen, habe in Köln studiert, beim Professor Salber, wer sich hier so ein bisschen auskennt, was die Psychologie angeht, sehr spezieller Lehrstuhl, würde ich mal sagen. Man könnte das als Kultur- und Medienpsychologie bezeichnen, je nach Situation beschreibe ich mich selber auch so. Bin seit 20 Jahren in der Unternehmensberatung tatsächlich tätig, habe einen Hintergrund an dieser Stelle, der sozusagen meinem Interesse auch nachgekommen ist. Ich habe mich eigentlich immer groß für große Einheiten interessiert. Das war eigentlich ein wesentlicher Grund, warum es mich in die Unternehmensberatung getragen hat.
Bin verheiratet, vielleicht noch ganz kurz zu nennen, habe eine Tochter von 12, lebe da oben in Löwenich. Bin heute auch nicht allein hier angetreten, sondern habe gleich mal Verstärkung mitgebracht, weil das auch mein erster Auftritt in so einem Landtag ist und auch mein erster Versuch, Fuß zu fassen in einer Runde wie dieser hier. Da drüben, ich fange mal gerade an mit der Frau Gradkowski, die winkt schon. Eine junge Frau, die hat sich bei uns als Praktikantin beworben. Die wird so die nächsten 5 Monate an meiner Seite so gucken, was sie das eine oder andere aufnehmen kann und lernen kann. Und gleich daneben ist der Simon Kern. Den habe ich nun wieder aus Selbstschutzgründen mitgebracht, weil der die IT bei uns vertritt. Und ich weiß nun, dass die Piraten sich ja durchaus vernetzt bewegen und die ein oder andere IT-Frage dazu gehört. Ich selber habe meine Diplomarbeit noch auf einer alten Adler Triumph geschrieben, die O's ausstanzt, mit so einer 3 cm Amplitude. Bin also eher User. Nun ist der Kontakt zustande gekommen zum Herrn Kern über den Professor Salber. Die Frage war, Mensch, wir haben ein Thema, wir würden uns gerne, um letztlich auch politisch wirksamer werden zu können, was Zusammenarbeit, Abläufe, Strukturen angeht, mal einer Bestandsaufnahme nähern und dem zuwenden. Und da haben wir gesagt, ja, das könnte was sein, wo wir mitwirken können, weil das eben das Feld ist, wo ich als Psychologe, Unternehmens- oder ich würde sagen, wir werden auch gleich die Begrifflichkeit sehen, Unternehmungspsychologe ganz gut auskenne. Also das vielleicht ganz kurz zum Intro an dieser Stelle. Bevor wir einsteigen, Sie sehen klassisch vorbereitet Slides, das ist nun was ich nicht besonders liebe, was aber heute zu einem Muss geworden ist. Deswegen haben wir auch heute 5 Slides vorbereitet. Gibt es von Ihrer Seite aus vielleicht Fragen, bevor wir reingehen, an mich oder die Kollegen? Die kommen wahrscheinlich noch. Nein, Toso hat ausnahmsweise mal eine Frage. Nee, nur ein kurzer Hinweis. Fragen Sie nicht zu viel nach Fragen. Aha, gut. Dann schauen wir mal, was da dann noch kommt. Steigen wir ein. Sie sehen hier, ich habe das Ganze genannt Piratenentwicklungsdiagnostik. Piraten ist, glaube ich, klar. Entwicklung ist so eine Frage. Da komme ich nochmal auf meinen Beruf. In der Unternehmensberatung tätig. Kann ich voll Freude sagen, wir sind keine Unternehmensberater, die Kostenreduzierungsprogramme betreiben, sind auch keine Unternehmensberater, die in der Regel mit der Sense durch die Unternehmen gehen. Outplacer. Ja, Outplacer heißt das dann. Nee, sind wir glücklicherweise nicht. Also ich kann sagen, in den letzten 25 Jahren, die ich unterwegs war, sind immer mehr Leute an Bord gewesen, wenn wir von Bord gegangen sind, als vorher an Bord waren. Das heißt, ich bin wirklich Spezialist für Entwicklung und ein Ding, was nach vorne geht und bin kein Kostenoptimierer und auch kein Personaloptimierer. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, auch wenn wir gleich auf die Diagnostik hier eingehen. Da geht es auch nicht darum, einzelne von Ihnen in irgendeiner Form psychologisch in die Betrachtung zu ziehen, sondern es geht wirklich um die Einheit Piraten, Fraktion der Piraten und wie kann man da unter Umständen beitragen, wenn es denn möglich ist, dass man am Ende politisch mehr Einfluss nimmt. Und ich glaube, da waren der Herr Kern und ich uns einig, Farbe braucht's Land. Das wäre sicherlich eine charmante Idee und ist auch von meiner Seite aus mit großer Sympathie getragen, hier an so einer Stelle beitragen zu können. Dann gehen wir vielleicht mal auf die erste Seite. Sie sehen hier Team Steffenhagen Consulting, ist eine Unternehmensberatung, die sich einmal als Spin-off von der RWTH Aachen gegründet hat. Inzwischen sind wir sehr eng auch in der Kooperation mit der Berliner Universität, kooperieren mit anderen Universitäten, sind spezialisiert eben in den Bereichen Strategie, Führung, da bin ich so zu Hause, und Change Management. Auch den Begriff müssen wir eigentlich mal ersetzen. Ich rede da lieber von Veränderungen. Coaching machen wir am Rande so ein bisschen, wo die Kollegen dann ganz stark unterwegs sind. Das sind meine Kollegen, die dann eine kaufmännische Ausbildung haben. Das sind dann die Bereiche Marketing und Sales, Excellence und Pricing. Wir kombinieren Psychologie, insbesondere morphologische Ansätze, hier psychologische Morphologie, mit kaufmännischer Expertise. Und wir verstehen uns in diesem Slogan, Menschen sind Unternehmen.
hat sozusagen mehrere Seiten. Einmal glauben wir, dass Unternehmen sich aus Leuten zusammensetzen und auch Unternehmungen wie eine politische Partei. Das ist so die eine Seite dabei. Das heißt, Unternehmen haben was Menschliches, auch vom Charakter her, auch von der Persönlichkeit her, und die können durchaus unterschiedlich sein. Wir glauben aber zugleich auch, dass Menschen wiederum wie Unternehmen funktionieren. Die haben Haushalte, die haben Ziele, die müssen sich mit Dingen rumschlagen, die da im Weg stehen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Und so sehen wir eigentlich den Zusammenhang bei uns in dem Beratungsprozess. Extrem umsetzungsorientiert heißt an der Stelle, wir verstehen uns nicht als Leute, die es besser wissen. Das ist so das klassische Vorurteil, wenn man Unternehmensberatern begegnet. Die kommen rein und sagen dann, so müsst ihr das machen, kippen irgendwas aus, gehen raus und lassen die Leute, wenn sie Glück haben, in der Sonne stehen, sonst im Regen. Wir arbeiten in der Regel mit den Leuten an den Vorhaben. Das heißt, wir sind sozusagen begleitend tätig und in dem Zuge versuchen wir, den Dingen auf den Grund zu gehen. Tatsächlich auf den Grund zu gehen. Und da bin ich eigentlich auch schon an dem Punkt, wo wir gleich zu der Bestandsanalyse kommen. Also ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich mit so einem Thema wie Organisation, Organisationsentwicklung beschäftigt, dass man da so einen umfassenden Blick auf die Sache nimmt. Und das ist mit der psychologischen Morphologie eigentlich ganz gut möglich. Ist eine beschreibende, qualitative Psychologie und hilft eigentlich, einen Sachverhalt mal im Ganzen in den Blick zu nehmen. So, das war jetzt sozusagen die Ouvertüre, in Anführungszeichen klassisch, was so das Team angeht. Zu mir habe ich schon was gesagt, dann könnten wir sogar die nächste Seite aufrufen. Ja, was ist eigentlich die Zielsetzung dieser Bestandsaufnahme, von der wir gerade gesprochen haben? Als ich mit dem Herrn Kern gesprochen habe, sagte er, es geht im Wesentlichen um die Verbesserung der internen organisatorischen Abläufe einerseits und auch der internen und externen Kommunikation. Und es ist ein Ziel, unter Umständen Schwächen gegebenenfalls, Erneuerungsmöglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten auch in der Organisationsdokumentation zu finden. Als ich dann, nun muss ich dazu sagen, wir sind seit ein paar Tagen im Rapport sozusagen, mir gedacht habe, worum geht es hier eigentlich und was machst du denn in der ganzen Sache? Da habe ich mir gesagt, eigentlich geht es um die Verbesserung der Zusammenarbeit, der Kommunikation und der Strukturen, letztlich zur Verstärkung der politischen Einflussnahme in NRW. Ich hoffe, das habe ich so richtig formuliert an der Stelle. Herr Ecker? Sehr, sehr langfristiges Ziel. Wie gesagt, wo man einfach gucken muss, wenn ich das richtig formuliert habe, wäre das zumindest die Stoßrichtung, in die ich da gehen würde. Dann können wir schon die nächste Seite nehmen. Was wollen wir da machen und wie gehen wir an so Dinge ran? Der Vorschlag ist, und das ist sozusagen auch in der Psychologie, die ich da betreibe, begründet, dass wir mit Freiwilligen, in Anführungszeichen, ausgesuchten Repräsentanten hier aus der Fraktion 12 Intensivbefragungen machen. Jetzt hören Sie schon Intensivbefragung, das ist schon so ein merkwürdiger Terminus in Anführungszeichen. Andere Leute sagen zuweilen Tiefeninterviews, dann wird der Zugang zu diesem Instrument schon mal leichter. Das Blöde mit der Tiefe ist, dann denkt jeder, da kramt der Psychologe im Keller rum und sucht die sexuellen Triebe und das Bösartige. Das tun wir nicht. Das, ne? Also von daher, also... Also, ist gut, dass Sie ihn noch nicht gefunden haben an der Stelle, aber was ich deutlich machen will, das alles gibt es, ist aber in unserem Gegenstand nicht begriffen, sondern wenn wir von Intensivbefragung sprechen, dann glauben wir schon an das Unbewusste, aber das entspricht eben eher einem Vorgehen, wo man mit 12 Leuten über 1,5-2 Stunden über diesen Sachverhalt spricht. Wie ist es organisiert, wie läuft es ab, wo klappt es unter Umständen nicht, wo kommen so Verkehrungs- und Verdrehungsmomente einfach mal zum Tragen und sich das anzugucken. Und das passiert in persönlichen Lebensläufen wie in den Lebensläufen von Unternehmungen, so würde ich es mal formulieren wollen. Also von daher Intensivbefragung in dem Sinne tatsächlich ein besonderes Verfahren der morphologischen Psychologie. Und ich zeige mal da unten auf diesen grauen Kasten. Uns geht es in der Regel ums Beschreiben und Verstehen und weniger ums Messen und Erklären. Also mit Messen und Erklären ist man immer relativ schnell dabei. Da ist man auch relativ unangreifbar, würde ich sagen. Ne? Also wenn Sie eine ordentliche Statistik auf den Tisch legen, ne, und dann am besten auch noch mit entsprechenden mathematischen Prozeduren das Ganze versehen, sind Sie zumindest, was meinen Job angeht, in der Regel sicher. Weil da geht Ihnen keiner an die Karre.
Wir versuchen zu beschreiben und zu verstehen. Und dann kommt die erste Komplikation. Wenn Sie beschreiben und verstehen wollen, brauchen Sie natürlich jemanden, mit dem Sie sich darüber auseinandersetzen, ob ich oder wir das verstanden haben, was Sie beschrieben haben. Das ist sozusagen erster Moment der Verlinkung zwischen meiner Arbeit und dem, was Sie dann umtreiben sollte, nämlich versteht man sich gegenseitig und hat man eine Plattform, um dann tatsächlich Dinge voranzutreiben, die unter Umständen die Zusammenarbeit erleichtern. Hier nochmal kurz aufgeführt, eben nicht repräsentative Erfassung, nicht nur von Meinungen, sondern in der Regel von Eigenschaften, ne? Also wenn Sie da statistisch repräsentativ arbeiten, dann geht es so um die Verteilung von irgendeiner Eigenschaft über eine bestimmte Stichprobe. Und ich versuche den Leuten immer zu erklären, ja, das ist ja schön, ne, wenn man das auf so ein medizinisches Bild überträgt. Ne, dann, Sie wollen das Herz untersuchen, stellen Sie 1000 Leute hin, schneiden die auf, holen das Herz rauf und rufen schon wieder einer mit dem Herzen. Ne, dann haben Sie sozusagen 1000 Mann und Sie wissen, das gibt ein Herz. Wir würden da anders operieren, in Anführungszeichen. Wir würden versuchen, erstmal die Funktion des Herzens zu verstehen. Und da reichen dann eben auch mal 10, 12 Gespräche. Da müssen wir nicht mit 1000 Leuten sprechen oder nicht mit der gesamten Fraktion sozusagen. Also es geht eher um eine funktionale Repräsentativität, die wir hier erreichen wollen, sprich eine Rückspiegelung über die Frage, mal ganz platt gesagt, wie funktioniert diese Fraktion und wo kann man was verbessern, wo sollte man Dinge erhalten, wo kann man was anpassen und Ähnliches. Interviewer wären in diesem Fall tatsächlich ich selber. Es würde ein weiterer Kollege, der Peter Franken, dazu stoßen, der auch in vielen Projekten mit mir schon unterwegs war, und ein weiterer Kollege, der Matthias Oberste bringt. Das wären sozusagen die drei Kollegen, mit denen wir da arbeiten würden. Ausgehend tut das Ganze eigentlich so, dass wir fleißig mitschreiben in diesen Gesprächen von 1,5-2 Stunden, wie gesagt. Wenn wir die Ankündigung machen, wir würden gerne mit jemandem 1,5 Stunden über seinen Job oder über seine wesentliche Aufgabe sprechen, dann reden die Leute oft so, was sollen die in den 1,5 Stunden erzählen, Herr Lange? Das ist doch eine halbe Stunde gemacht. Ist doch allen klar, worum es geht. Der Effekt, den ich erlebe an der Stelle, ist, dass die Leute in der Regel nach 2 Stunden auf die Uhr gucken und sagen, schade, hätte aber gerne noch ein halbes Stündchen Zeit gehabt. Weil ich glaube, es ist ganz selten der Fall heutzutage, dass man wirklich mal 1,5-2 Stunden systematisch in Ruhe mit so einem Fokus über das spricht, was man jeden Tag macht. Also ich glaube, in dieser Systematik machen das wenig Leute. Ich bin unsicher, inwieweit das von Ihnen so betrieben wird. Wenn ich so meine Kunden angucke, der Professor Seiber sagt immer, besinnungsloser Taumel, da kriegt man die kaum raus. Wir versuchen da schon mit dem Interviewverfahren sozusagen ein bisschen gegenzusteuern. Ich frage nochmal, ob es Fragen bis dahin gibt, sonst rede ich mich immer so schnell in Rage. Herr Toso auch nicht? Dann, wenn Sie wollen. Wenn Sie eine Frage haben. Danke. Jetzt ist 12 von 19 irgendwie, finde ich, eine unglückliche Zahl. Wie kommen Sie jetzt darauf? Also ich fände dann vielleicht eher sinnvoll, sich doch die Zeit zu nehmen, um mit allen zu sprechen. Auch wenn Sie jetzt gerade diese Herzgeschichte erzählt haben, jeder hat ein Herz. Ich glaube, das Spektrum an Individualität ist hier schon nicht so ganz eng beieinander. Also vielen Dank, ist an, gut. Vielen Dank für die Frage an der Stelle. Tatsächlich hat das zum einen rein wirtschaftliche Gründe, also die Zahl der Interviews ist auch eine Frage, die dann einfach die Kosten bieten, das ist ein Thema. Anderes Thema ist, muss man auch sagen, die Diplomarbeiten bei uns am Institut, die umfassen in der Regel 15 Interviews. Also das heißt, da sind wir dicht dran am wissenschaftlichen Maßstab. Und jetzt vielleicht was in Ihre Richtung gesprochen, weil ich halte Sie ja durchaus auch für belastbar nach dem Moment, wie ich es so kennengelernt habe. Es ist gar nicht so, dass wir so hochgradig individuell sind, wie wir das oft denken. Es ist da sicherlich sozusagen, sind immer so spezifische Charakteristika dabei, das muss man auch sagen. Wir haben empfohlen an der Stelle, mit 12 Interviews kriegen wir einen guten Blick. Hinweis in Ihre Richtung noch, wenn wir da sozusagen zu kurz greifen, würde ich Ihnen sagen, werden Sie spätestens dann merken, wenn wir zusammenkommen und Ihnen die Ergebnisse zeigen. Ne? Also das ist auch immer so ein Wabonspiel für mich. Ne? Packst du das Ding, ne, diesen Gegenstand in 12 Gesprächen oder nicht? Das heißt, da haben wir hinterher auch noch immer so ein Korrektiv. Ich hoffe, das ist erstmal so eine Antwort, mit der Sie gehen können. Ja. Nico.
Ja, nur kurz zur Klarstellung, weil die Frage war 12 aus 19, ist eigentlich umfassender, es sind 12 aus 50, 60, weil damit auch Mitarbeiter mit abgedeckt werden. Ja, also. Michel, war das ein vorsichtiges Winken oder hast du nur gezuckt? Ich war dafür, dass du das Budget hast. Okay. Ich war vorsichtig gemeldet. Britta. Ich möchte dann gerne wissen, wie die Zuhörer ausgewählt werden. Achso, Entschuldigung. Einmal nochmal so. Ja, genau. Also ich würde dann gerne genau fragen, wie die ausgewählt werden. Wird das gelost? Wird das nach irgendwelchen Abteilungen? Wonach wählen Sie die aus? Ja, im Grunde genommen, ein Stück weit Losverfahren ist drin. Als wir uns getroffen haben, als ich mit dem Herrn Kern gesprochen habe, war die Bitte tatsächlich deswegen auch der Hinweis nochmal 12 aus 50, 60, im Grunde genommen möglichst viele Perspektiven reinzukriegen. Ne? Also über, ja, vielleicht sind wir da schon mitten im Thema, das ist eine Vermutung. Aber tatsächlich möglichst viele Perspektiven reinnehmen, ne? Also über Mitarbeiter, MDL, die Beteiligten der Fraktion, das ist sozusagen ein Stück weit ein Ding dabei. Zweitens wollen wir darauf setzen, Freiwillige zu finden und drittens haben wir sozusagen eine Idee dazu entwickelt. Ist natürlich schwierig an der Stelle, wenn man nicht alle mitnimmt, wir treten immer irgendwo daneben an der Stelle. Das ist sozusagen, aber in der Anlage drin, ne? Wenn wir bei Unternehmen unterwegs sind, ne, haben wir eine ähnliche Phänomenologie. Erkan? Wollen Sie noch ergänzen? Dann lasse ich mein Mikro an. Wo ist die junge Frau? Können Sie damit erstmal gehen, wenn ich so spreche? Gut, dann könnten wir noch mal einen weiterflippen. Hier mal sozusagen einen Blick auf Theorie und Methode. Was für Fragen stellen wir eigentlich? Also ich hatte ja eben gesagt, dass ich in der Unternehmensberatung gelandet bin, weil ich mich für große Einheiten interessiere. Die psychologische Morphologie, die geht davon aus, dass wir tatsächlich Einheiten in Entwicklung uns angucken können und nennt das ganze Ding Wirkungseinheiten. Und so würde ich mich auch von meiner Auffassung her einem Thema nähern, wie Bestandsaufnahme der Zusammenarbeit, Abläufe in einer solchen Fraktion. Sie sehen an der linken Seite sozusagen die Frage, die wir verfolgen, was gibt es eigentlich in so einer Einheit, in so einer Organisation, in so einer Unternehmung, was für Stabilität sorgt? Also was ist da, wo Leute Halt finden? Was ist unerlässlich, um diese Einheit zu erhalten? Wo kommt die auch her? Worauf fußt diese Unternehmung? Na, das ist sozusagen das Herkommen in der Regel. Und das halte ich für einen wichtigen Aspekt, sich klar darüber zu werden, was ist es, wo wir Stabilität, Halt, einen Fuß, einen Grund haben, von dem das ganze Ding aus starten kann. Und dann gibt es die andere Seite, das ist hier benannt mit Umbildung, das ist so die Seite, wo wir uns fragen, ja, ne, wir fußen alle ein Stück weit, wir haben alle unsere Stabilitäten und unseren Halt, aber das muss auch irgendwie darüber hinaus. Wir müssen uns entwickeln und das heißt in der Regel, man muss neue Dinge probieren. Ne? Also ne, wenn man das aus der Familie nochmal sich als Beispiel nimmt, ne? Das ist schön, wenn man eine gute Familie hat, ne, wo man sozusagen einen gewissen Halt hat und eine Stabilität. Wenn wir aber nicht irgendwann rausgehen in Ausbildung, in Klicken, in Abenteuer, na, das ist, also meine Tochter ist 12, ich fange jetzt an, mir über diese Umbildungsseite bei der Sorgen zu machen, dann passiert nichts. Und genau das Gleiche ist auch in einer Partei oder in einer anderen Unternehmung der Fall. Da ist immer diese Spannung auszuhalten zwischen, wie stabil halte ich das? Und wie kriege ich da Neues in mein Bild gerückt? Und wie kriege ich das geschafft? Das heißt, das wäre so eine Grundspannung, mit der wir uns beschäftigen. Und dann ist die nächste Frage, ja, was tut das Ding denn, diese Einheit, ne, um sozusagen diese Spannung zwischen Herkommen und Stabilität und Entwicklung voranschreiten, darüber hinaus zu regeln? Also, welche Tätigkeiten gibt es da? Welche Strategien gibt es da? Welche Gewohnheiten? Welche Formen des Eingriffs? Das gucken wir uns auf der einen Seite an. Wir müssen aber auch gucken, ne, wenn man eingreift, verändert man immer, wie organisiert sich das Ganze? Ne? Also welche Grundlagen des organisatorischen Zusammenseins finden sich in so einer Einheit? Und dann stoßen wir in der Regel auf die Frage Führung und Organisation.
Das ist ein Thema, was aus meiner Warte eben eng zusammengehört. Ich weiß, dass es auch in der Unternehmensberatung, in der Ausbildung heute immer schön separiert wird. Also der Kultur folgend wird fleißig gespalten. Dann haben Sie da links die Führungsgeschichten und auf der anderen Seite die Organisationsgeschichten. Wir glauben, dass das ein Thema ist, was sich ineinander bewegt. Letztlich die Frage, wohin geht das eigentlich? Welche Perspektiven finden wir? Was ist so die Willensbildung in die Zukunft hinein? Aber auch die Frage, ja, was für Ausrüstungen stehen zur Verfügung? Was hilft denn dabei, Entwicklungen zu bewältigen? Das heißt, das wären mal in so einem groben Zuge für den heutigen Zugang für Sie die Dimensionen, die wir auch in den Interviews abschreiten würden. Und Sie werden da merken, dass wir an der Stelle eben nicht darauf aus sind, tatsächlich jetzt rauszufinden, wie der Kollege hier links neben mir tickt und was der nun persönlich insbesondere meint, sondern es geht wirklich darum, im Gespräch mit ihm rauszufinden, wie tickt diese Einheit Fraktion der NRW-Piraten. Das ist sozusagen unser Gegenstand an der Stelle. Dann können wir nochmal einen weitergehen. Ja, Vorteile vielleicht nochmal. Sind wir schon mitten im Verkauf. Mein Vorteil, ich glaube, dieses Verfahren, was wir hier anbieten, ist tatsächlich ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln für die Umsetzung gemeinsam verabschiedeter Maßnahmen. Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, wenn wir solche Bestandsaufnahmen machen. Im besten Fall zeigen wir was, was die Leute schon geahnt haben, aber nicht so sagen konnten. Und dann bin ich als Psychologe immer auf der guten Seite, dann sagen wir, freut mich sehr. Weil im Grunde genommen geht es tatsächlich darum, und ich glaube, das ist ein Startpunkt auch für eine Zusammenarbeit und auch für eine Entwicklung von so einer Sache, sich gemeinsam mal anzugucken, wo stehen wir denn, wie sieht das aus, können wir uns da in die Augen gucken und sagen, ja, so ist das, und zwar im Guten wie im Schlechten, und wollen wir uns gemeinsam verabreden, da was draus zu machen. Und das halte ich für einen großen Vorteil, und ich sehe immer wieder, wie dieses Vorgehen der Bestandsaufnahme, wo wir dann auch Bilder anbieten, da kann ich Ihnen gleich noch kurz was zu sagen, dazu verhilft, Leute auch der verschiedensten Perspektiven, und da können Sie mir glauben, was Perspektivenvielfalt angeht, habe ich schon so einiges am Buckel. Also auch was Perspektivenvielfalt angeht, ist das, glaube ich, eine der besten Wege, sich zusammen auf den Weg zu machen, der das andere zulässt auf der einen Seite, aber das Gemeinsame herausbringt. Also das ist so meine Argumentation und die würde ich genauso in einem Unternehmen vorstellen, wie ich es gerade Ihnen gegenüber vorstelle. Das heißt, die Vielfalt der Themen, und es wurde ja gerade schon mal kurz angetickt, die Vielfalt der Themen in einen umfassenden Zusammenhang rücken und dabei auch durchaus bisher unerkannte und nicht bemerkte Einflüsse verdeutlichen. Unerkannte, nicht bemerkte Einflüsse, da ist das Thema, was wir eben schon mal hatten, Unbewusstes. Ich glaube tatsächlich, dass auch eine Einheit, eine Unternehmung wie so eine Fraktion, sowas wie eine Wahrnehmung ausbildet, die bestimmte Dinge zulässt und bestimmte Dinge auslässt. Und unsere Aufgabe ist nicht nur ein gemeinsames Bild zu entwickeln, sondern in dem gemeinsamen Bild möglichst auch noch Dinge reinzubringen, die bisher an der einen oder anderen Stelle nicht zugelassen, nicht gesehen wurden. Nicht, weil das böse Absicht ist, sondern weil das Seelische so tickt. Wenn Sie eine Einheit bilden, dann entscheiden Sie sich für was und immer gegen anderes und das verschwindet dann auf Dauer. Und letztlich nochmal gesagt, gemeinsamer Startpunkt bezüglich der Erfassung der Ausgangslage schaffen, ist, glaube ich, eine sehr gute Basis, um so eine Sache voranzutreiben. Also das sozusagen mal in 7 Meilenstiefeln von meiner Seite aus vorgetragen. Was haben wir da vor? Wie wollen wir es machen? Was ist da Sinn und Zweck? Das würde einmünden, und jetzt muss ich aufpassen, Herr Kern, korrigieren Sie mich, wenn ich über Ziel hinausschieße. Das würde einmünden in einer Ergebnispräsentation, die wir auch in dieser Runde hier zeigen würden. Das heißt, man würde sozusagen die Transparenz insofern herstellen, als wir klar sagen würden, das ist, was wir herausgefunden haben und würden auch vorstellen entsprechende Maßnahmen. Aber das wären dann nicht Maßnahmen im Sinne von macht es so oder so. Das sind in der Regel Hinweise, die wir geben auf bestimmte Formen der Zusammenarbeit, auf bestimmte Themen, die zu bearbeiten sind. Und in den üblichen Prozessen ist es dann eben so, dass wir Kollegen einbinden, zuweilen, also Kollegen hier aus der Runde meine ich jetzt, Kollegen einbinden, die dann manchmal unter unserer Mitwirkung, was Moderation angeht oder einen bestimmten fachlichen Input angeht, manchmal aber auch ohne unseren Beitrag, an den Themen und Maßnahmen arbeiten, die wir aus der Präsentation und den Ergebnissen ableiten
und die wir im besten Falle in der gemeinsamen Diskussion sozusagen hier als richtig und als gut beschreiben und verabschieden können. Also das vielleicht mal in 7 Meilenstiefeln über das Vorhaben und das Projekt. Viel mehr habe ich nicht vorbereitet. Ich meine, man sollte da miteinander sprechen. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite gibt es noch Fragen. Robert. Ja, mich würde interessieren, können Sie noch mehr dazu sagen, was so an Maßnahmen oder sowas am Ende rauskommen sollte? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz deutlich geworden. Also vielleicht an der Stelle ein Kundenbeispiel. Mittelständisches Unternehmen, relativ erfolgreich, stellt sich die Frage, wir wollen weiter, aber irgendwie kriegen wir das nicht hin. Das war so die Aufgabenstellung. Und dann kommen die auf mich zu und sagten, können Sie eine Bestandsaufnahme machen und können Sie uns sagen, was passiert? Da haben wir die Interviews gemacht, ähnlich vorgestellt wie gerade, und das war eine Unternehmung, also waren keine 200 Leute, war eine Unternehmung, die waren irgendwann losgelaufen vor 7, 8, 9 Jahren mit ihren Campingwagen. Also die verschiedenen Einheiten waren losgefahren, haben sich auf den Weg gemacht und irgendwie sind die unterwegs so ein bisschen müde geworden. Ohne Quatsch. Da haben die Pause gemacht und haben sich so eine Art Wagenburg eingerichtet. Wie auf so einem holländischen Campingplatz. Wagenburg in der Mitte der Grill. Konnten sich Wasser holen an so einem Bach in der Nähe. Denen ging es eigentlich ganz gut. Das war denen aber gar nicht klar. Das heißt, dass die sich sozusagen mitten auf dem Weg begonnen haben einzurichten, das stand denen nicht so klar vor Augen. Und dann haben wir tatsächlich das Bild dieser Wagenburg genommen und haben denen das gezeigt und haben gesagt, da sei da so ungefähr, das klappt ja auch, das ist wunderbar, man kann sich jetzt so einrichten. Oder aber ihr sagt, nee, alle Mann voran, wir ziehen sozusagen weiter. Wir wollen noch einen anderen Punkt erreichen in der Unternehmensentwicklung oder in Ihrem Falle im Rahmen der politischen Wirksamkeit oder der politischen Einflussnahme. Und dann hängt die Maßnahme tatsächlich davon ab, was haben Sie für einen Fall. Das ist unter Umständen von Fall zu Fall verschieden. Die Maßnahmen mussten sich jetzt da ableiten aus der Frage, wer fährt denn jetzt los? Wenn die alle gleichzeitig losfahren, beschädigen die ihre Fahrzeuge. Da war so eine Frage jetzt zu stellen, wie kriegen wir jetzt diese Wagen ans Gehen? Wer muss da zuerst arbeiten? Wer muss sich mit wem abstimmen? Wer muss vielleicht unter Umständen mal eine Nacht beim Nachbarn pennen? Weil man die Unterkunft für eine Weile sozusagen, das Dach weggenommen hat. Das musste dann aufgrund der Umstellungen sein. Das heißt, die Maßnahmen ergeben sich im Grunde genommen aus dem Bild, was wir finden über diese Einheit. Das kann sein, und ich nehme mal ein ganz praktisches Thema auf, da sind wir ja darauf gestoßen, ein Thema, was wir hatten, war, gibt es sowas wie ein Einsteigerdokument, also ein Begrüßungsdokumentation für neue Mitglieder der Fraktion, sodass die in der Lage sind, relativ zügig Fuß zu fassen und zu sagen, Toilette, Mittagessen, Zeiten, Kollegen, Telefonnummern, Fax, Kopierer, Meetingstruktur. So in die Tüte gesprochen. Das könnte was sein, woran man arbeitet. Dann könnte man sagen, Mensch, wer hat Spaß daran, so ein Ding aufzusetzen? Wie könnte das aussehen? Und dann erarbeitet man so ein Ding. Das wäre ein Thema. Ein zweites Thema, wenn es auf die Frage der Abläufe dann kommt, ist aus meiner Warte ein Klassiker, eben nicht im Sinne der Abteilungslogik zu denken. Also jetzt aus dem Unternehmen heraus, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen Abteilungen gibt. Ich könnte mir Ähnliches vorstellen, aber wenn Sie so Abteilungen haben, dann schreibe ich immer das große Ab-Teilung. So, das ist ja erstmal der Sinn. Weil die Leute kommen oft auf uns zu und sagen dann, ja, für die Zusammenarbeit, Herr Lange, da müssen wir doch jetzt genau definieren, bis wohin Herr A arbeitet und ab wo Frau B übernimmt. Und dann sage ich immer, da könnt ihr euch wund organisieren, da kriegt ihr nicht hin. Was ihr organisieren müsst, ist, klar, was sind die Aufgaben und Verantwortung und wann müssen die beiden miteinander reden? Und da merke ich dann ganz häufig, da ist dann die Abteilung häufig lieber, als sich mit dem Fritz oder dem Franz oder der Gabi auseinanderzusetzen, weil das ist ja fies, das sind Menschen. Und die könnten auch noch Recht haben und die mögen mir Aufwände erzeugen. Und dann in so einem Prozess, wo man zusammensitzt an so einer Stelle, rauszufinden, so, ja, wie weit
Kann man sich denn gegenseitig belasten an so einer Stelle, damit man was Gemeinsames hinkriegt? Wo sind Grenzen zu ziehen? Und was muss auf jeden Fall erledigt werden? Also das sind so Themen, die mir bei den Prozessen, in denen wir so unterwegs sind, oft begegnen. Erstmal so eine Idee? Okay. Gut. Daniel, bitte. Ich wollte erst warten und dir eine gewisse Vorfreude schenken, dass keine Nachfrage mehr kommt. Ich mag immer dieses wertungsfreie Entgegennehmen der Wortmeldung. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst, aber sagen Sie mir was zum Zeitraum. So schnell wie möglich und so gut wie möglich. Also Zeitraum im Grunde genommen, wenn wir sagen und wenn wir hier sozusagen auch die Zustimmung kriegen, sind wir schon mittendrin im Prozess. Das ist so meine Auffassung. Das fängt eigentlich an, in der Regel bevor man denkt, dass es angefangen hat. Also wir sind eigentlich mittendrin. Wir würden sehr gerne bereits in der kommenden Woche, wenn es möglich ist, Gespräche führen und haben uns eine Deadline gesetzt im Moment zum 8. April. Da wollen wir dann gerne die Ergebnisse präsentieren. Ist schon straff an der Stelle, aber ich halte das für gut machbar. So, ich sehe keine weiteren Worte. Dann würde ich mich an der Stelle nochmal bedanken. Vielen Dank. Und ja, dann auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Geduld und das Zuhören und dann gucken wir mal, was wir zu Buche geht. Kriege ich aus dem Fenster. So, der nächste. Nein, der nächste Tagesordnungspunkt ist die Präsentation von Andrea bezüglich einem freiwilligen sozialen Jahr im politischen Leben. Und wenn die technischen Details geklärt sind würden wir da, und wieder ein bisschen Ruhe ist, würden wir dann damit weiter fortfahren. Bis dahin warten wir jetzt eben noch. Thank you.
so, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, ich dann war soweit. Dann gehen wir weiter in der Tagesordnung, Top Nummer 5. Andrea hat eine Präsentation vorbereitet, freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben. Bitte schön, Andrea. Ja, danke schön. Ja, ich freue mich, dass ich euch heute hier das Konzept vorstellen kann. Das ist sozusagen so ein kleiner organisatorischer Rahmen, damit ihr Bescheid wisst und damit wir das ein bisschen organisiert und strukturiert über die Bühne kriegen. Ja, worum geht es bei meiner Vorstellung? Ich sage erst kurz was zum Verständnis von so einem Freiwilligendienst, dann was zu den Rahmenbedingungen mit so einem organisatorischen Ablauf und das nochmal zeitlich verdeutlicht. Und dann sage ich noch was zu der Betreuung von dem Freiwilligen, der Rolle der Ansprechperson, die dann ich wäre, und Lernzielen, die man festlegen kann. Aber zu den Lernzielen nur ganz kurz, weil das sehr von der individuellen Person abhängt. Zum Verständnis des Freiwilligendienst. Also so ein Freiwilliger soll keine Arbeitsplätze verdrängen oder ersetzen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr denkt, oh toll, wir stellen jemanden an, dann brauche ich 2 Monate keinen persönlichen Mitarbeiter oder sowas, weil meiner gerade gegangen ist und ich noch keinen neuen habe. Also so soll das nicht funktionieren. So ein FSJler macht zusätzliche Tätigkeiten. So, der Trägerverband, das steht hier so, das ist der IJGD, also die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste, so nennen die sich, mit Sitz in Bonn, weil in dem Gesetz steht, dass der Vertrag von so einem Freiwilligen zwischen dem Trägerverband, dem Freiwilligen und der Einsatzstelle geschlossen wird. Deswegen muss es einen Trägerverband geben. Ja, Einsatzstelle wären dann wir. Und ja, wir haben auch laut diesem Gesetz Aufgaben, und zwar den Freiwilligen entsprechend seinen Bedürfnissen zu begleiten und zu fördern. Den Freiwilligendienst als freiwilliges Engagement wertzuschätzen, einen verbindlichen Rahmen für die Zusammenarbeit zu schaffen und am Ende eine Bescheinigung auszustellen. Das machen wir ja im Prinzip so fast auch schon alles bei unseren Praktikanten. Deswegen wird das für euch jetzt nicht so richtig einen großen Umschwung darstellen. Der Vorteil daran ist halt, dass es über ein ganzes Jahr einen Freiwilligen gibt und der hat dann natürlich irgendwie ganz andere Erfahrungen und hat über den Zeitraum ganz andere Möglichkeiten, sich einzubringen. Ja, dann sage ich was zu den Rahmenbedingungen. Also das unterteilt sich in verschiedene Phasen, fängt aus meiner Sicht an mit der Bewerbungsphase. Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin. Das läuft alles über die IJGD, das heißt, die Bewerber bewerben sich bei den IJGD, Die Einsatzstellen sind auch nicht öffentlich und die IJGD teilen zu, ah, das könnte so passen, bewerb dich doch mal bei den Piraten und weiß ich nicht, Stiftung XY, und dann kann es jetzt passieren, dass wir in nächster Zeit so, ja, sagen wir mal, rund 10 Bewerber bekommen in etwa. Die Ansprechperson wäre ich dann, die ist dafür zuständig, den Kontakt zu dem Trägerverband zu halten und am Anfang ja die Koordination zu übernehmen. Es ist sehr wünschenswert, wenn die Ansprechperson, also ich, dann bei den Bewerbungs- bzw. Kennenlerngesprächen dabei wäre. Ich weiß nicht, wer von euch das machen möchte. Das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die wir heute klären sollten. Der Daniel hat schon gesagt, er wird sich dazu bereit erklären, die Gespräche durchzuführen. Nico hatte irgendwie bisher gesagt, er muss das nicht unbedingt, so wie ich das irgendwie festgestellt, also wie wir das besprochen hatten. Ja, könnten wir heute auch noch drüber sprechen. Und es ist ganz wichtig, also mir, wenn aus irgendeinem Grund entschieden werden sollte, dass ich bei den Gesprächen nicht dabei bin, was ich sehr unglücklich fände, ist es von zentraler Wichtigkeit, dass wir zumindest den Anfangstermin sehr gut absprechen. Also ich werde in der Anfangsphase den Menschen begleiten, wer auch immer da kommt. Und das ist ganz wichtig, dass da keine Ausschusswoche, keine Plenarwoche ist und das vor allen Dingen irgendwie mit Urlaubsplanung und so vereinbar ist. Ich glaube, wir können das ausschließen, dass du nicht von Anfang an dabei bist. Gut. Ja, dann würde die nächste Phase starten, wo der Freiwilligendienst anfängt.
wie gesagt, am Anfang in Begleitung mit mir, um demjenigen eine Orientierung über die Fraktion zu geben, dass der auch in die Arbeitsabläufe reinkommt, irgendwie was da auch alles anfällt, irgendwie PC, Telefonnummer, Sitzplatz, alles Mögliche, das würde ich dann irgendwie unter meine Fittiche nehmen, dass das organisiert wird und dass derjenige hier reinkommt. Und in dieser Anfangsphase soll er halt auch die Arbeitsgruppen oder ich weiß nicht, Arbeitseinheiten, MDL, persönliche Mitarbeiter, einfach kennenlernen, um schon mal die Möglichkeit der Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen zu beleuchten. Ich kann mir auch vorstellen, nicht in der momentanen Besetzung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eine Mitarbeit in der Pressestelle für so jemanden, der ja einen Freiwilligendienst macht, ganz interessant wäre. Das aber alles auch wirklich in guter und enger Absprache mit allen Mitarbeitern und MDL, die dann da beteiligt werden. Also es wird keinem Mitarbeiter plötzlich ein Freiwilliger hingesetzt und der Freiwillige oder die Freiwillige möchte ich auch nicht da hinsetzen, wo sie nicht hin möchte. Also nach dieser Anfangsphase wäre dann ein Übergang in mehrere Projektphasen, so ja, Zeitraum 6 bis 8 Wochen. Daniel sagte schon, es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn man das irgendwie in diese bisherige Praktikumsplanung mit einbeziehen kann. Dann in der Abschlussphase, das heißt so gegen Ende dieses Freiwilligendienstes, sollen Projekte und Arbeitsabläufe noch verendet werden, eine Reflexion stattfinden. Und ich würde mir wünschen, dass der Freiwillige unter meiner Anleitung einen Abschlussbericht erstellt. Vielleicht jetzt bei diesem ersten Freiwilligendienst auch einen Zwischenbericht, der vielleicht Ausschluss darüber gibt, wollen wir nochmal sowas machen? Wollen wir in der nächsten Zyklusphase, wollen wir da nochmal jemanden aufnehmen? Und dass euch das dann auch präsentiert wird. Ich könnte mir gut vorstellen, auch hier im Rahmen der Fraktionssitzung das irgendwie nochmal zu machen. Dass derjenige dann vielleicht eine geeignete Präsentationsform vielleicht auch ein bisschen kreativ wählt und euch dann irgendwie mal so über seine Erfahrungen und bisherigen Wissensbestände, die er hier gesammelt hat, informiert. Und ja, dann kann man sich überlegen, möchte man das nochmal machen. Das ist jetzt so eine grobe zeitliche Skizze, die ich irgendwie dazu mir mal überlegt habe. Also in der Bewerbungsphase sind wir eigentlich schon mittendrin. Mir liegen auch schon Mails von einem Bewerber vor. Der fragt, an wen soll ich das denn schicken? also März bis, denke ich mal, so Mai sollte die Bewerbungsphase abgeschlossen sein. Dann in der Eingewöhnungsphase kann ich mir vorstellen, denjenigen so in etwa, das sind grobe Zeitangaben, 2 Monate irgendwie unter die Fittiche zu nehmen zur Einarbeitung, um Arbeitsgruppen zu finden, um wirklich erstmal alle Ausschüsse, die er interessant findet, auch kennenzulernen, wo sich dann irgendwie mehrere Projektphasen, 3, 4, 5, meinetwegen, wenn jetzt ein paar Leute sagen, nee, wir möchten den 4 Wochen haben, werden es vielleicht 6 oder 7 Projektphasen, das kann man sich ganz überlegen, also je nach unseren Bedürfnissen und auch den Bedürfnissen von dem Mensch, der dann uns hier besuchen wird für das Jahr. Und die Abschlussphase stelle ich mir so vor, dass das circa 1 Monat wird, auch um die Sachen zu vollenden und einen Übergang zu finden. Da geht es auch wahrscheinlich für denjenigen oder diejenige um Berufsperspektiven. Da halte ich einen Monat am Ende für angemessen. Ja, noch kurz was zur Betreuung. Also die Ansprechperson hat auch einen pädagogischen Auftrag, auch laut Gesetz. In dem Leitfaden, den ich euch rumgeschickt habe, ist ganz am Ende nochmal irgendwie das Gesetz, was diesen Freiwilligendiensten zugrunde liegt, angehängt. Und da habe ich auch wichtige Teile markiert. Also wenn ihr euch die Präsentation wenn ihr euch den Leitfaden nochmal zu Gemüte führen wollt, gerne, da steht das alles drin, wieso die Rahmenbedingungen nochmal sind. Ja, also wie gesagt, ich als Ansprechperson wäre dann auch für so eine pädagogische Begleitung zuständig, um demjenigen eine Orientierung in der Fraktion zu geben, also nicht nur demjenigen in der Fraktion, sondern auch der Fraktion an sich mit dem Freiwilligendienst. Ich würde, wie gesagt, den Kontakt zum Trägerverband halten. Und den Freiwilligendienst strukturieren, das habe ich schon gesagt, genau, einen Zwischenbericht, einen Abschlussbericht gibt es, der auch eine Reflexion für den oder die Freiwillige enthalten soll. Wichtig ist es auch, dass während diesem Jahr irgendwie so ein Rahmen geschaffen wird, dass
irgendein Ziel, ein Lernziel erkannt wird, festgelegt wird in Absprache mit demjenigen, wo man über Potenziale spricht. Was willst du denn hier eigentlich? Was können wir denn überhaupt irgendwie hier erreichen? Was kann hier Ziel sein? Was kann man sich hier aneignen? Wie soll das Ganze aussehen? Das ist halt eine Chance innerhalb dieses, ich habe ja selbst auch einen Freiwilligendienst gemacht, ich habe selbst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich fand das sehr hilfreich, dass man irgendwo ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, weil dieser Übergang von der Schule zu einem Freiwilligendienst auch ein sehr großer Bruch sein kann. Die ganze Alltagsstruktur verändert sich und ja, wenn man auf was hinarbeitet, vorher war das bei der Schule der Abschluss, ist das bei Lernzielen ja, eine wichtige Sache, dass man da nochmal eine Orientierung hat. Herr Michel grinst ganz dolle. Kurz was zu Lernzielen. Da gibt es eigentlich so 5 zentrale Kompetenzfelder, wo man Lernziele ansiedeln kann. Das ist auch direkt eine Hilfe, Lernziele zu identifizieren, indem man sich irgendwie diese 5 zentralen Felder anguckt. Da kann es einmal um soziale Kompetenzen gehen, wie reflektiert ist man in Bezug auf das eigene Handeln. Also im Prinzip die ganzen Soft Skills, Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, das sind natürlich Worthülsen. Und da kann man mal gucken, sind die mit Leben gefüllt und wie ist das bei diesemjenigen ausgeprägt und kann man in dem Bereich ein Ziel festlegen, was derjenige erfüllen sollte. Die anderen Felder, kulturelle, interkulturelle Kompetenzen, das ist, ja, ich denke mal, dass die Marie hier auch irgendwie in dem Bereich von Abbau von Rassismus und ja, in dem politischen Feld irgendwie sehr aktiv ist. Also es geht natürlich über persönliche Beschäftigung mit Themen, es geht aber auch über, also je nachdem, wie die Gruppe aufgebaut ist, die derjenige in den Bildungswochen besucht. Also es gibt 25 Bildungstage, wo derjenige zu je 5 Tagen wegfährt. Das ist auch verpflichtend während des freiwilligen sozialen Jahres. Je nachdem, wie die zusammengesetzt ist, kann da auch kulturelle, interkulturelle Kompetenz ausgebildet werden. Dazu gehört auch Genderkompetenz. So ein nächstes Kompetenzfeld wäre Persönlichkeitsbildung. Da geht es um Selbstbestimmung, Eigeninitiative zum Beispiel. Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl wäre noch ein Kompetenzfeld. Beteiligung und Mitbestimmung lernen und erfahren. Ich glaube, da hat man auch einen sehr großen Kampf hier teilweise in den Arbeitsgruppen zu fechten. Das kann derjenige hier direkt live lernen. Dann gibt es noch ein Kompetenzfeld, das ich da genannt habe, Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Das ist dann wieder der Aspekt, dass so ein Freiwilligendienst natürlich auch eine Perspektive schaffen soll, in das Berufsleben überzugehen. Und vielleicht wirft einfach der ganze Zeitraum des Freiwilligendienstes schon eine Perspektive darauf, wo dieserjenige hin will. Also bei mir war das sehr stark der Fall und ich weiß auch aus meine Arbeit mit Freiwilligen, dass so ein Jahr da schon eine starke Orientierung bieten kann. Das steht nochmal sehr viel ausführlicher in dem Leitfaden, den ich euch rumgeschickt habe. Da will ich jetzt gar nicht ganz sehr viel genauer darauf eingehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich irgendwie gerne fragen. Im Prinzip war es das auch schon mit meiner Präsentation. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und freue mich über Rückfragen. Ja, vielen Dank, Andrea. Und ich sehe da auch schon die erste Frage und eine zweite auch. Das ist der Daniel und dann der Oliver. Nee, gar keine Frage, weil ich mit Andrea schon viel im Vorfeld darüber gesprochen habe. Herzlichen Dank, Andrea. Einmal fürs genau intransparente Hinterzimmergespräch haben wir schon geführt. Also vielen Dank fürs Erarbeiten des Konzepts beziehungsweise auch für die Vorstellung. Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, wieso es auch eben wichtig ist, dass wir uns heute darüber unterhalten. Dazu noch mal Dank an Olli und Nico, dass wir es halt dann doch noch so gut mit auf die Tagesordnung gekriegt haben, dass wir es auf jeden Fall machen können. Hintergrund ist halt eben, dass jetzt letzten Endes schon die Bewerbungen laufen. Die ersten Kontakte sind auch schon da. Und wir brauchen letztendlich noch mal von euch dann als oder von der gesamten Fraktion dann halt eben die Unterstützung dafür,
Dass wir es machen mit dem FSJler, haben wir seinerzeit schon beschlossen. Nur auch das Konzept dahinter, was sicherlich nicht allen irgendwo ganz klar sein wird, sollte im Prinzip von uns halt auch noch mal so weit bestätigt werden. Offen ist letzten Endes, das ist ja auch schon angeklungen soweit, Andrea wird das ja eben machen, von Mitarbeiter oder auf Mitarbeiterebene sich im Endeffekt darum zu kümmern. Es braucht einen Abgeordneten, der sich noch mit darum kümmert. Ich habe mich dafür angeboten, würde das gerne machen, würde auch gerne die entsprechenden Bewerbungsgespräche etc. führen wollen mit Andrea dann gemeinsam. Das sollten wir auf jeden Fall formell dann aber hier nochmal dann auch beschließen, dass wir es erstmal so machen. Und dann sollte halt jedem von uns klar sein, dass es dann vom Konzept her halt eben so läuft, dass es nicht damit getan ist, dass dann halt eben Andrea oder Daniel oder wer auch immer dann eben sozusagen diesen Freiwilligen die ganze Zeit bei sich haben und sich um alles kümmern und die anderen damit nichts zu tun haben. Nein, das ist genau das, was Andrea vorhin mit diesen Projektphasen dann ja auch geschildert hat. Ihr kommt alle dann irgendwie mal in den Genuss sozusagen, diesen Freiwilligen bei euch zu haben, beziehungsweise nicht alle, aber eben ein Teil der Fraktion. Das ist eben dann stark davon abhängig, wen haben wir da als Freiwilligen? Ne, welche Schwerpunkte hat er selber vielleicht oder wo passt es dann eben, den zeitweise dann damit auch entsprechend einzusetzen? Darum müssten wir uns dann alles unterhalten, wenn wir im Prinzip den Kandidaten dann haben oder die Kandidatin. Aber es sollte halt jedem klar sein, dass er ja, sich da auch selber halt eben einbringen kann und soll. Das von mir noch dazu. Oliver. Ja, Dankeschön. Vielen Dank für die schöne Präsentation und natürlich noch mehr für die Arbeit, die dahinter steckt, das Ganze zu konzeptionieren. Ich wünschte mir, wir würden das bei vielen Dingen genauso machen. Finde ich sehr gut. Gefällt mir auch das Konzept. Vielleicht kann man da auch später mal was für die Praktikanten von entlehnen. Oder zumindest die Art des Aufbaus. Jetzt waren an Dingen, die jetzt neu sind, noch aufgetaucht, also die jetzt praktisch für die Fraktion noch neu sind, dass Bewerbungen auch schon laufen und dass diese Bewerber nicht jetzt irgendwie sich spontan initiativ gemeldet haben, sondern uns sozusagen zugeteilt werden. Insofern ist das schon relevant, wenn es da Bewerber gibt. Es ist nicht so, ach, wir haben da noch so ein paar Initiativbewerbungen, das wäre wahrscheinlich nicht so relevant. Das heißt, wir brauchen dieses Konzept tatsächlich jetzt tatsächlich wirklich und wir brauchen auch die Verantwortlichen jetzt wirklich. Mit dem Unterstützten habe ich jetzt wahrgenommen, ihr beide würdet es gerne tun und würdet auch praktisch die Koordination übernehmen. Das heißt, es wäre nicht so, dass dann jetzt alle, die sich irgendwie kümmern müssen, wirklich dann sich insofern kümmern müssen, alles zu überblicken, sondern das heißt nur, mit nach euren Absprachen müssen die Leute, die sich dann auch um diese dann kümmern, dann entsprechend, ja, sie müssen praktisch Arbeit übernehmen, aber sie müssen nicht gleich die komplette Verantwortlichkeit ihnen dann irgendwie weiterzugeben und sonst was übernehmen, sondern das macht ihr dann. Was wir jetzt nicht vorliegen haben, aber was ich denke, ich jetzt klar ist, dass wir noch verabschieden müssen. Wir haben einen Beschluss ja getroffen, dass wir dieses FSJ-Projekt durchführen, aber dass wir noch die Verantwortlichkeiten klären müssen und ihr beide habt euch da gemeldet. Ich denke, bei den Bewerbern bei Bewerbungsgesprächen müssen jetzt auch nicht unendlich viele Leute dabei sein. Womöglich meldet sich der Betriebsrat noch, dass er gerne, aber ich sehe jetzt gerade hier keinen sitzen, dass wir mal eben fragen können, dass er noch gerne dabei wäre und ich finde, mehr als drei Leute sollten es auch wirklich nicht sein. Das heißt, ich würde mich da jetzt dann auch gar nicht weiter einmischen wollen und würde vorschlagen, dass wir euch beide einfach jetzt Kraft unseres Mandats und das wie auch immer hier bestimmen können. Also ich würde das gerne abstimmen. Ja, dann machen wir das doch jetzt einfach auch. Wer ist dafür, dass wir das vorgestellte Projekt Freiwilliges Soziales Jahr in der Verantwortlichkeit mit Daniel und Andrea so durchführen? Dem bitte ich um das Handzeichen. Ich habe dagegen gestimmt,
Ach so. Okay, das ist bis auf Olaf einstimmig. Wer ist dagegen? Lukas. Wer ist dagegen? Ach so, wer enthält sich? Alles klar. Mich dort an der Stelle dann zu enthalten. So, ich sehe jetzt keine weiteren Meldungen mehr. Da wir heute Vormittag bereits zwei Präsentationen hatten, bin ich sehr dafür, dass wir die anstehende Pause jetzt schon machen und uns dann sagen, um 11.35 Uhr geht es weiter und dann bitte mit dem nicht öffentlichen Teil. Vielen Dank.